angerufen, die Einleitung der Plenarsitzung gesehen haben. Und die haben uns gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass am formell letzten Tag des Nationalratsplenums vor der Wahl, am formell letzten Tag, ein neuer Abgeordneter angelobt werden kann. Also die SPÖ hat das heute zustande gebracht, war, glaube ich, in der Geschichte bisher auch noch nicht der Fall. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut, in der Naturwissenschaft, in der Biologie gibt es den Begriff der Ephemeroptera. Die Ephemeroptera, Ephemeros, eintägig, Ptera ist der Flügel, ist die Eintagsfliege, die Ephemeroptera. Und die SPÖ hat es heute geschafft, einen neuen Politikertypus zu gebären, nämlich den Ephemeropolitiker, den Eintagspolitiker mit dem Herrn Mayer. Der Herr Mayer, müssen Sie sich vorstellen, das wäre jetzt an sich recht lustiger, nur es ist, und weil Sie gerade gehen, die Frau Kollegin, es ist ein ernster Kern dahinter, denn was die Menschen überhaupt nicht verstehen, ist diese Art von Arbeitsplatzpolitik, die ihr versteht offenbar, dass ein Abgeordneter für einen allerletzten Tag des Plenums angelobt wird, dafür 4 Monate Gehalt abcasht, 3 Monate Gehaltsvorzahlung, alle Quote des Urlaubsgeld. Das ist wirklich unglaublich, was ihr euch da heute geleistet habt. Und dass dieser Politiker, nämlich der Herr Mayer, angelobt worden ist und nicht mehr gesehen war im Saal. Der ist weg, der ist gar nicht mehr da, auf keiner Rednerliste auch nicht. Das ist ja eine Verhöhnung sondergleichen, muss ich wirklich sagen. Aber eins ist jetzt völlig klar, euer Wahlspruch auf den Plakaten bekommt eine völlig neue Bedeutung. Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Das ist eine völlig neue Bedeutung, nämlich fürs Abcashen von Mandataren, die nichts leisten, die einen Tag da herinnen sitzen und 50.000 Euro, dieser Eintagesmandatar wird 50.000 Euro abcashen, dass er vielleicht ein paar Minuten hier heute herinnen gesessen wird. Schämen Sie sich dafür, das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, das muss man wirklich sagen. Jetzt zur Vorlage selber. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Basel II wird heute beschlossen, in Wahrheit eine Fortsetzung von Basel III wird heute beschlossen, eine Fortsetzung von Basel II. Es hat schon damals eine dramatische Reduktion der Kreditmittel für die Wirtschaft gegeben bei Basel II. Es wurde die Wirtschaftskrise dadurch noch verstärkt. Ich befürchte, auch Basel III wird Ähnliches mit sich bringen, wird Ähnliches auch als Ergebnis haben, nämlich eine weitere Verschärfung am Kreditmarkt. Und dann kommen, und das ist ja auch heute auf der Tagesordnung, Bürger daher, innovative Menschen daher, mit einer Bürgerinitiative, das ist ein Staudinger Bürgerinitiative Nummer 55, und wollen nichts anderes, als dass in einer Zeit, wo die Menschen immer weniger Vertrauen in die Banken und ins Geldwesen haben, in einer Zeit, wo die mittelständische und kleine Wirtschaft keine Kredite mehr bekommen, wollen sie mit innovativen Modellen einfach Projekte finanzieren, wo private Menschen ihr privates Geld in private Unternehmungen, in Kleinunternehmungen, in Mittelunternehmungen investieren. Und dann kommt dann die SPÖ daher und sagt, na, das gefällt uns nicht. Oder es kommt die ÖVP in Form der Finanzministerin daher und da ist sie plötzlich da, die Finanzmarktaufsicht. Da kommt sie, da ist sie schnell. Bei den großen Banken wird weggeschaut, wird nichts gemacht, wird versagt. Bei den kleineren und mittleren Unternehmungen, wenn sich innovative Bürger zusammentun, da kommt die Finanzmarktaufsicht daher. Da kommt die Finanzmarktaufsicht daher und reitet gegen diese Unternehmer, gegen innovative Bürger. Reitet dagegen mit Verwaltungsverfahren, weil das kein gewerbliches Einlagengeschäft ist. Das hat auch niemand behauptet, dass es das ist. Wenn zum Beispiel ein Schuherzeuger mit Menschen sich zusammentut, die investieren, dass er Schuhe erzeugen kann. Oder ein anderes Beispiel, das ich im Ausschuss genannt habe, wenn ein Bäcker einen neuen Ofen kauft und findet dafür Mitbürger, die das mitinvestieren, da ist die Finanzmarktaufsicht da, weil das ist ein illegales Einladengeschäft, wenn er einen neuen Ofen kauft im Bäcker. So schaut es im Moment in der Republik aus. Das hat nichts zu tun mit einer Wirtschaftspartei ÖVP, was vorher gesagt worden ist. Da belastet ihr ganz bewusst die kleinere und mittelständische Wirtschaft, die eh schon stöhnt unter einer Kreditklemme, die eh kaum mehr Kredite bekommt, die wirklich unter der Krise massiv leidet und nicht einmal die Alternativen, nicht einmal die innovativen Projekte lasst ihr dazu. Das hat mit Wirtschaftspartei ÖVP nichts zu tun. Da habt ihr abgedankt in Wirklichkeit. Ihr verfolgt diese Leute noch, ihr bestraft das auch noch. Wir sind da ganz anderer Meinung. Wir sind der Meinung, dass es möglich sein muss, wenn Privatpersonen sich beteiligen wollen, dass dies auch möglich gemacht wird und dass nicht irgendeine Prospektkosten und Pflicht einfach nur verändert werden, sondern dass tatsächlich es möglich gemacht werden soll, freie Bürger mit Selbstverantwortung, mit Eigenständigkeit, mit Eigenverantwortung sollen das natürlich leisten können, wenn sie sich hier
entsprechend engagieren wollen. Wir sind daher für die größtmögliche Freiheit und Eigenständigkeit, treten auch dafür ein, unterstützen auch diese Bürgerinitiative. Das ist kein Ruhmesblatt heute, was die ÖVP hier gemeinsam mit dem Finanzministerium und der Finanzmarktaufsicht leistet. Das ist das Gegenteil von freier Marktwirtschaft. Das ist das Gegenteil von freiem Unternehmertum. Und da wird das PZÖ immer dagegen sein. Das war Peter Westenthaler. Nächster Redner ist Konrad Steindl von der ÖVP Salzburg, ein Unternehmer.